Hey Leute, willkommen zurück zum Halo 4 Spartan Ops Bro Up mit Sonny. Ja, jetzt sind wir bei der dritten Episode sozusagen angelangt. Standard erstmal. Und los. Crimson, wir haben eine Spur zu Park Vaux, einem Sengili-Terroristen und bekannten Komplizen von Julem Dama. Wenn wir uns seiner wie eines räudigen Straßenköters entledigen können, wird die Galaxis danach ein besserer Ort sein. Dann geht's ja direkt rund hier. Commander Palmer, Sichtkontakt mit Park Vaux. Zeigen Sie's Crimson. Lass mich da dran gewöhnen. Borderlands gespielt zwischendurch. Ist die Empfindlichkeit ganz anders. Viel geringer. Ich muss sie vielleicht gleich mal einstellen ein bisschen. Hört doch. Okay, okay. Hier vorne? Mhm. Gemerkt. Kurz, oder? Ja. Ich will nicht gleich wieder sterben. Ich habe jetzt mal ein paar Folgen geguckt, als ich die Kill-Counter eingefügt habe. Also ich muss mich mal ein bisschen zusammenreißen hier. Ey. Dann muss ich gleich mal die Empfindlichkeit einstellen. Warte mal kurz. Jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich immer von Apex und keine Ahnung, anderen Shootern hier rüber wechseln. Grafik, nee, ist schon hier irgendwo, ne? Wo denn? Das ist hier wahrscheinlich. Empfindlichkeit muss es irgendwo geben. Hier. Oh, einfach 4. Blickbeschleunigung ist okay. Jetzt eh die Frage wieder, ob es gespeichert wird oder nicht. Das jetzt? Ja. Na dann. Genau das meine ich. Jetzt hat's gemacht. Okay. So, irgendeine Tastenbelegung. Ey. Wo ist denn was? Da oben, oder was? Schützglaube, ja. Ich hab die falschen Waffen. Oh, kack. Denk mal ab. Oh, Hermann. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen angefangen, die Zwischensequenzen anzugucken. Also ich habe mich schon gewundert, auch dass es hier einfach keine gibt bei Halo 4. Weil das, oder bei der Master Chief Collection eher gesagt. Weil eigentlich gibt es Geschütz weg. Vor jedem Episode gibt es eine Sequenz. Und die ist bei der 4 gab es die auch immer. Ja, irgendwie nicht. Deswegen habe ich die mir irgendwie besorgt. Ich besitze ja Halo 4 nicht, aber ich habe mir das besorgt und habe die jetzt immer vorgeschalten, dass ihr die quasi so als kleine Bonusfolge immer seht. Also was? Ihr werdet es einfach die ganze Zeit immer haben, aber Gott. Ja, wir nehmen ja immer ein bisschen am Stück auf. Wir kriegen Nachschub. Was auch immer das heißt, hier liegt ein Flak. Oh. Das heißt Nachschub. Nehmen wir noch nicht die Waffe auf. Okay. Hab ihn. Ja, es sind noch ein paar. Einer auf jeden Fall noch. Keiner. Weiß nicht, was mit dem Rest ist. Das ist auf jeden Fall. Hier gibt es auch eine Dings, wenn du das möchtest, eine Railgun. Ansonsten könntest du ja mit deinem Jetpack da irgendwie hoch, ha? Mhm, das war mein Plan. Bis du den Sniper gesehen hast. Das hab ich doch nicht. Nee. Hab ich nicht. Schweinerei. Das ist auf jeden Fall die erste Map von der allerersten Mission. Mhm. Query. Ich glaube, das ist eine Multiplayer-Karte, weil das gibt's nicht als Mission. Ich bin jetzt einmal komplett außenrum. Weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich da falsch gegangen. Wahrscheinlich, ja, da links, wo du bist, geht's auch. Ich bin einmal. Ja, nicht schlimm. Spaziergang durch die Wüste oder so. Hält fit. Oh. Was soll schon passieren? Nein, hey, das ist nicht fair. Ja, genau. Das zum Beispiel. Verdammt! Wir werden eine andere Chance kriegen. Er kann nicht weit kommen. So, ui.
Spam. Oh Gott. Wer hat einen Flat und setzt sich Gott sei Dank ans Geschütz? Okay, schade, ich hatte nur noch zwei Schüsse, hätte man nachladen müssen. Da hat man Glück. Crimson, kümmern Sie sich um den Rest von Parkwalls Leuten. Von diesen Scharnierschädeln ja. Keine Zeit. Oh. Getroffen. Trotzdem einen Mach einen Backflip, du Lutscher. Schön. Er hat auch Flaggen. Jo. Granate bei dir. Er hat null, kein Schild mehr. Ich glaube, ich schieße auf den anderen. Ach, Scheiße. Nadelwerfer. Oh. Ja, er war das. Oh Gott, ich habe keine Granate mehr. Ich schon? Er ist ausgewichen. Geil. Ich habe erstmal schnell den Rücken geschossen, auch wichtig. Ah, Kartuschenflak, kleine Bastarde. Hm. Glaube ich, ja. Jetzt haben wir unsere einzige Deckung weggeschossen. Ach du Kacke, ey, ist so wie ein Rodeo. Ja, okay, das war noch eine Frage der Zeit. Tot. Habe ich noch? Habe ich nicht. Ich brauche eine neue Waffe. Ich brauche eine Waffe. Also ich habe nur noch 10 Schuss Karabiner oder so. Reicht, komm mal her. Liegt mein Sniper noch, so die größte ich Frage. Ich habe ein Flakgeschütz. Der Sniper liegt nicht mehr. Schade. Ich hatte 23 Schüsse oder sowas. Wenn man die Karte vorher kennt, dann hätte ich auch Unsichtbarkeit ausgewählt. Und DMA logischerweise. Weil, ja. Ja, Flak-Dingsbums. Wenn ich mir die Drohnenaufzeichnungen so ansehe, hat Park wohl ziemlich viel UNSC-Ausrüstung zusammengetragen. Die würde ich gerne bergen. Sprich nichts dagegen. Danke. Ich markiere einen Wegpunkt. Da kommen wir her, übrigens. Irgendwo da sind wir gelandet. Ist schon wieder... Gefällt mir auch gar nicht, die zweite... Ja, okay. Auf jeden Fall Gegner vor uns. Zwei, drei Eliten. Runs sind schon gut wie alle weg. Hat fast nichts mehr. Mhm. Er ist einfach so drauf, der hat fast kein Schild mehr. Da ist noch einer relativ Run. Nah. Granaten bei mir. Oh Gott. Ist ein Grunt. Oh. Oh, ja, dann macht das Sinn, warum zwei angezeigt wurden. Danke. Der hat zwei Granaten in der Hand gehalten und noch einer sind so abbekommen. Ja genau, am besten hänge ich hier ein bisschen. Ja, kann ich mal... Ich hasse diese nicht funktionierenden Kraftliftstationen. Ei, das kann ja noch heiter werden hier, runter zu gucken. Und der hat Sniper. Sniper, ja. Wahrscheinlich der linke auch. Tot. Weiß nicht, was da links ist. Das ist ein Scorpion-Panzer. Schade, versuch was wert. So, ich habe noch einen Schuss DMA. Schade. Ja, nett. Er hat auf jeden Fall schon bessere Ideen. Ja. Was gibt's hier? Kampfgewehr? Nee. Kampfgewehr würde ich nehmen. Wo willst du? Okay. Hier in der Dings. Oh, Raketenwerfer, Sniper. Sniper? Wo genau? Da. Weiter, weiter. Hey, hey. Nicht passiert. Typ mit Kartuschenflak steht da rum. Jo, okay. Hast du sie gesehen oder nur gesehen, dass die in dieser... Ist dort drin. So, wo ist er? Da ist er. Einmal hier. Ah ja. Und auf der anderen Seite auch. Oh, hi.
Lauf nicht weg, komm zurück. Oh Gott. Ich muss nachladen. Jo. Ich hab noch. Mach ich. Oh, Sniper. Boah. Jo, der stand nämlich auch hinter seinem Kollegen und hat durch den durchgeschossen. Ja. Hey, ich bin gerade erst gespawnt, lass mich. Der hat so gesehen, wie es so gezogen hat bei mir. Das war frech. Oh Mann, ey. Ist nur die Frage. Ach komm, soll der Geiz. Nimm den Raketenwaffe mit. Ja, genau, ich wollte unbedingt hier ins Geschütz einsteigen. Für jeden einen. Jo, gesehen. Ich bin ewig an Panzer gefahren. Fahr und schieß. Jeder einzelne Ali innerhalb von 2 Kilometern bewegt sich auf sie zu. Oh. Gleich jetzt ran, Crimson. Auf munitionieren und eingraben. Ich würde mich einfach hier hinstellen, weil hoffentlich keiner von hinten kommt. Ach. Dinger hier. Schade. Das war synchron. Ich kann nicht mehr hochzielen. Nee. Versuch das Geschütz zu treffen. Das hat eigentlich getroffen. Muss ich ein bisschen bewegen. Ja, ja. Probiere ich. Hat der Panzer aber nicht so Bock. Okay, dann nehmen wir halt erstmal auf ihn. Das erinnert mich an eine Mission Reclaimer oder sowas bei Halo 4, wo ich auch hinten den Phantom, der auf uns zukam, oder der da hinten patrouilliert, den habe ich von ganz vom wie heißt der, Elephant oder was, ganz hinten mit übelst Vorzielen und diesen langsamen Raketen habe ich ihn gekriegt. Also es hat ewig gedauert, aber okay, die hauen ab. Das ist aber irgendwie noch mehr rot. Oh, direkt vor uns. Okay. Guck mal, ich hatte ihn noch rechts angezeigt. Ja, das stört mich auch ein bisschen. Okay, okay, jetzt ist er weg. Boah, das war knapp. Als ob ich da durchschieße. Achtung. Naja. Ja. Der hat nicht so eine Streuung wie der Halo 1 Panzer. Da kann man das der machen. Der hat auch das Fadenkreuz, der halbe Bildschirm oder so. Ich fahre eigentlich ungern oben lang, weil man so schlecht runterziehen kann, weißt du? Hier ist irgendwas noch. Ich habe Angst, jetzt so in so ein Ding reinzufahren, eigentlich. Ist zu eng alles. Vorne sehe ich noch kleine. Die haben auch Kartuschenflak wahrscheinlich. Wenn ich diese Mission so kenne. Ja, da kriegt ja jeder eine Kartuschenflak. Ja, sage ich doch. Hey noch. Du hast 2 Beine, ja. Hier, nimm diese Kartuschenflak. Rechts noch. Landet wieder was? Ja. Der hat kein Gesicht mehr. Ach du Kacke. Ich bin mir drin. Das war auch geil. Ich werde gesniped, oder was? Ja. Ja. Nicht so schön. Ja, Sniper glaube ich, aber Panzer ist nicht so. Hund ist auch noch ein Sniper. Hier ist allgemein noch einiges unten. Ja, gerade halt ja aus der Kapsel wieder gekommen. Sehst du, wo deine sind? Sehe, ja, da. Nachschub. Okay, da oben. Okay. Da ist noch ein Elite mindestens. Ja. Irgendwas links von mir. Haben wir ein Landungsschiff oder was? Hör auf, dich zu bewegen. Was soll das? Ah, oh, fast! Er hat sich, glaube ich, genau da reingerollt, ja. Gute alte Dark Souls-Rolle. Hinten. Hinten oben. Wo sehe ich? Er hat einen Panzer abgeworfen. Schade. Problem ist, ja, der wird einfach wieder abhauen wahrscheinlich.
schießt auf jeden Fall schon mal auf mich. Ich sehe ihn leider nicht von hier. Ja, alles gut. Ich würde da hinten sein. Ein Treffer. Aus zwei bis drei Treffer. Tot. Sind wieder jede Menge Kruppzeug drin. Und ich habe schon wieder. Ach nee, das ist der Phantom, der abhaut. Da. Gehen echt rein wie hier. Ich krieg dich, Panzer. Weißt du? Aufs freie Feld. Wie die Lemminge. Danke. Neuer Panzer bei dir. Okay. Neue Landungskapsel. Ja, der Panzer, ich weiß nicht, wo der landen soll. Direkt über dir ist der übrigens. Das ist ja ganz schön uncool. Landet bei mir. Fuck. Selber angeschossen. Direkt tot. Okay. Okay. Noch jemand ohne Fahrschein? Wie habe ich dich nicht getroffen? Zielen will gelernt sein. Du lebst noch. Ich muss höher ziehen oder was? Die juckt das nicht, ne? Wir haben hier eine. Leben einige Eliten noch. Du kannst da von oben besser reinschießen als ich. Ja, so ein weißt bisschen. Weißt du, dieses kleine Geländer hier schützt sie komplett. Ah ja, jetzt haben wir wenigstens eine Markierung. Ich habe einen Wallhack und du? Schade. Okay, wenn dann so ein Dreieck verschwindet. Und wenn ich die Kiste dir ins Gesicht schieße, stirb. Oh, schön. Yikes. Oh, ho, ho. Ja, doch. Sehr gut, Crimson. Dorten, würden Sie Crimson nach Hause holen? Selbstverständlich, Commander. Pelican auf dem Weg. Tja, wo ist denn hier die Hupe? Ziel. Nicht schlecht. Und direkt. Signal der Galileo-Basis wurde aktiviert. Sie werden angegriffen. Ja, also das Ziel quasi ist hier jetzt herauszufinden, was unten dieses Artefakt vom Planeten quasi. Ja, wo bist du? Hier. Ach, jetzt landet der unten. Egal, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!